Moin Leute, die Orchideen liegen als blühende Zimmerpflanze nach wie vor voll im Trend. Mit einem Marktanteil von sage und schreibe 34% und einem Jahresumsatz von 34 Milliarden Euro ist keine blühende Zimmerpflanze beliebter als die Orchidee. Kein Wunder also, dass jeder ein Stück von dem Kuchen abhaben will. Kuchen. Seien es Gärtnereien, Gartencenter, Blumenläden, Baumärkte, Supermärkte, ja, und teilweise sogar Tankstellen, die Orchideen zum Verkauf anbieten. Obwohl, die letzten beiden würde ich euch persönlich nicht empfehlen, dort eure Orchideen zu kaufen. Die erste Wahl sollte natürlich immer auf den Gärtnereien, Gartencentern und Blumenläden liegen, denn eine gut sortierte Gärtnerei bietet eine große Auswahl an den unterschiedlichen Gattungen und Arten an und diese besitzt natürlich auch die fachliche Kompetenz, euch zu beraten und damit ihr immer mit der perfekten Pflanze nach Hause geht und auch noch lange was von ihr habt. Obwohl, kann ich das so sagen? Ich bin ja immerhin doch etwas voreingenommen, da ich meine Ausbildung damals in einer Orchideengärtnerei gemacht habe. Ich denke schon, ja. Puh, hier riecht's nach Selbstgefälligkeit. Boah. Doch, was ist zu tun, wenn ihr keine Gärtnerei samt arrogantem Gärtner zur Hand habt? Nun ja, es gibt ja noch die Baumärkte. Baumärkte. Ja, ich weiß. Ich als Gärtner soll es eigentlich gar nicht sagen, dass ihr in die Baumärkte rennen sollt, um dort eure Pflanzen zu kaufen. Aber ich will ja auch fair bleiben und die Baumärkte durchaus loben. Denn die Qualität der Pflanzen hat sich im Laufe der Zeit deutlich verbessert. Und nicht nur die Qualität, sondern auch die Auswahl und nennen wir es mal die artgerechte Haltung der Pflanzen hat sich hier auch deutlich verbessert. Leider kann ich euch jetzt hier keine Bilder zeigen, denn ich habe keine Erlaubnisse in den Baumärkten zu fotografieren und dann auch noch die Bilder zu veröffentlichen. Außerdem wäre das dann vielleicht auch nicht mehr ganz so objektiv, weil man dann auch erkennen könnte, das ist ja Baumarkt X und jetzt rennen wir alle in Baumarkt X und kaufen dort die Pflanzen und nicht in Baumarkt Y oder so. Deshalb jetzt keine Beispielbilder, sondern ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps mit an die Hand, auf die ich achte, wenn ich also im Baumarkt Orchideen kaufe oder auch generell Pflanzen kaufe. Zugluft mögen Orchideen überhaupt nicht. Da schmeißen sie doch lieber gleich alle Blüten ab. Daher schaut euch mal ruhig um, wo genau die Pflanzen im Verkaufsraum stehen und ob beispielsweise gleich nebenan eine Durchgangstür vorhanden ist, die also permanent auf und zu geht. Im schlechtesten Fall stehen die Orchideen draußen, obwohl einige Arten mögen das. Die Phalaenopsis, also die klassische Orchidee, mag das aber gar nicht. Am idealsten stehen die Orchideen also mittig im Verkaufsraum. Schaut euch die Pflanzen genau an. Stehen sie schon eine Weile oder ist die Ware ganz frisch eingetroffen? Einige Orchideen, speziell die Phalaenopsis, werden gehost. So nennt man diese durchsichtige Plastikverpackung um die Pflanzen. Davon kann man jetzt halten, was man will. Hat diese Verpackung Kalk- und Düngeflecken, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Pflanzen schon eine ganze Weile stehen und mehrmals gegossen worden sind. Was prinzipiell natürlich erstmal nichts Schlechtes ist, aber die Ware steht halt schon länger. Dass die Pflanzen optimal mit Wasser und Nährstoffen versorgt sind, ist natürlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ihr solltet natürlich explizit darauf achten, dass die Pflanzen also immer leicht feucht gehalten werden. Denn eine trockene Orchidee führt bei einigen Arten zu einem sogenannten Ziehharmonika-Wuchs, also dass die Blätter ja wie so eine Ziehharmonika zusammengeräufelt sind. Oder im schlechtesten Fall natürlich auch, dass die Blätter schlappen und dass die Pflanze auch die Blüten abwirft. Natürlich sollten die Pflanzen auch gut im Futter stehen, also optimal mit Nährstoffen versorgt sein. Sind die Blätter unnatürlich hell, könnte es sich hierbei um einen Stickstoffmangel handeln. Wie ihr Mangelsymptome erkennen könnt, habe ich euch hier oben in einem Video erklärt. Wie auch schon bei der Zugluft, so solltet ihr auch beim Licht darauf achten, wo die Pflanzen im Geschäft stehen. Im Idealfall bekommen sie direkt natürliches Licht von oben. Im schlechtesten Fall stehen sie irgendwo dunkel im Geschäft rum. Ich hatte sogar mal in einem schwedischen Möbelhaus gesehen, dass die irgendwo in der letzten Ecke standen unter irgendwelchen Neonröhren oder so und das war dann die Belichtung. Also da könnt ihr die Pflanzen sofort vergessen. Übrigens ein Zeichen von Lichtmangel sind gelbe, schrumpelige Knospen. Ein weiterer und sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass die Orchideen frei von Krankheiten sind oder euch springt gleich eine dicke, fette Wollaus entgegen. Schaut euch die Pflanzen also von allen Seiten ganz genau an, insbesondere auch von unten und auch in den Blattachseln, weil da verstecken sich auch gerne die Schädlinge. Zwischen den Rispen und den Blüten hängen auch sehr, sehr gerne Woll- und Schildläuse ab. Schaut euch also auch diese ganz genau an. Die Basis der Pflanze sollte ebenfalls fest sein und bei der Phalaenopsis sollte das Herzblatt intakt sein. Das ist also das oberste Blatt, das direkt aus der Basis entspringt. Und die Blätter an sich sollten natürlich auch intakt sein.
Und zu guter Letzt, wenn ihr die Orchideen im Winter kauft oder generell, wenn es kalt ist draußen, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass etwas zum Einpacken vorhanden ist. Oder ihr bringt euch gleich euer Packpapier von zu Hause mit. Wenn ihr diese Tipps berücksichtigt, könnt ihr auch ruhigem Gewissens eure Orchideen im Baumarkt kaufen. Erwartet aber nicht eine detaillierte Erklärung zu den einzelnen Gattungen und Arten. Ich möchte natürlich auf gar keinen Fall jetzt pauschalisieren, aber die beste Beratung gibt es natürlich im Fachhandel. Oder natürlich hier auf YouTube. Abonniert den Kanal. Boah, hier riecht's ganz übel nach Selbstgefälligkeit. Naja, Einbildung ist auch eine Form der Bildung. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Video wieder. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.